ganz gewöhnlicher Tag. Bis der Brief kam. Grüße von deinem Onkel. Also, was hältst du davon, Farmer zu werden? Ich habe beschlossen, in Rente zu gehen. Die Farm gehört dir, wenn du sie willst. Auf geht's, ein neues Leben auf dem Land wartet. Und damit hallo und willkommen zu einer kleinen Runde von Heyday. Heyday ist ein Spiel, man baut sich da eine Farm. Wenn ihr mehr von Heyday sehen wollt, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Also, wenn ihr mehr von Heyday sehen wollt, dann lasst gerne ein Like da und ein Abo, wenn ihr neu seid, und aktiviert die Glocke gerne. So. Okay. Hallo, ich bin Mr. Wicker und helfe dir auf deiner neuen Farm. Ernten. Okay. Der zeigt uns hier, wie man erntet. Ja, sowas kenne ich aus anderen Farmspielen. Yep. Geh rauf und jetzt schön ernten. Jawohl. Okay. Aussehen zeigt er uns jetzt. Ja, sowas kenne ich auch. Einfach da das nehmen und dann rüberziehen. Ja, sowas kenne ich. Jetzt mache ich. Samen brauchen Zeit zum Wachsen. Beim Ernten produziert jedes Feld 2 Pflanzen. Okay. Also jedes Feld 2. Ja, das ist ja voll viel. Boah, geil. Muss man... Ja, echt. Man muss das streichen. Wie geil. Das ist halt voll geil. Man kann hier jetzt streichen. Jawohl, mache ich mal rot hier. Und das andere da habe ich weiß gemacht. Und hier wahrscheinlich auch nochmal rot. Yep. Geil. Toll, jetzt laden wir uns ein paar gefiederte Freunde zur Party ein. Okay. Ah, also Hühner, geil. 3 Hühner kaufen. Okay. 3 sollen wir kaufen. 1, 2 und 3. Wir platzieren. So. Hühner füttern. Okay, wir müssen einfach die Hühner füttern. Wie toll. Okay, hier. Wir haben 9 Futter. Okay. Das sollte doch gut möglich sein. Okay, einfach überspringen. Wie geil. So, dann ernten wir. Hier ernten wir dann erstmal. Okay. Eier sammeln. Ah, jetzt müssen wir ernten. Genau. Was habe ich gesagt? Okay. Du bist jetzt ein Level 2 Farmer. Geil, wir haben einen Ofen und Brot. 85 Münzen. Und Meister. Howdy, ich bin Mike und mir gehört die alte Mühle in der Nähe der Stadt. Wie heißt deine hübsche Farm? Ah, wir müssen unseren Namen eintragen. Okay. Wie nennen wir unsere Farm denn? Leute, weil es ein bisschen sehr laut ist, ich habe das Mikrofon ziemlich nah dran. Ich kann es auch weiter weg machen. Okay, ich würde sagen, wir nennen es Ivos. Ich habe jetzt. Okay, ich gebe einfach ein und hinterher sage ich es euch. Okay. Okay, Ivos habe ich schon geschrieben. Okay. Ivos tolle Farm, würde ich sagen, oder? Ja, Ivos tolle Farm ist doch geil. Farm. Ey, das Geile ist, es sind eigentlich alles Großbuchstaben. Aber wenn man sie groß schreibt, dann macht es doppelt große. Okay, Ivos tolle Farm. Gut, dass sich jemand um die Farm kümmert. Wir sehen uns. Okay, wir sehen uns. Tschüss. Schön. Wie wäre es, wenn du mit einem neuen Backofen aus all dem Weizen Brot backen würdest? Ah, jetzt platzieren wir den Backofen. Ah, genau. Ja, das wird geil. Okay, wo platzieren wir den denn? Nicht weg. Ja. Hier ist doch ganz gut. Da platziert wieder. Und dann wird's hier übersprungen. So.
Brot backen. Ah ja, man muss das Brot einfach, ja, in das ziehen, in das Feld. Ja, das weiß ich. Und jetzt reinziehen. Hier wird's übersprungen. So. Du bist jetzt ein Level 3 Farmer. Glückwunsch. Drei Felder, so eng so eine Maschine und ein Juwelen. Geil. So. Auf einer glücklichen Farm leben glückliche Tiere. Baue eine Futtermühle, damit deine Tiere nie hungern müssen. Okay. Ja, das klingt doch gut. Yep. Hier wird die platziert für 5 Münzen nur. Echt jetzt? 5! Wenn du ein Level aufsteigst, ja, ich weiß, was er meint. Das brauche ich gar nicht lesen. Hier, erstmal platzieren wir noch ein paar Felder. 8. Jetzt noch 1. Komm, wird platziert. Und da kommt Mais drauf. Oh, wer kommt denn da? Oh, okay. Wir tippen mal auf. Kommt dieser wunderbare Duft von hier? Oh, wo sind meine Manieren? Mein Name ist Joanne. Okay. Kannst du mir das verkaufen? Ein Brot für 11 Münzen, ja klar. So. Das Geschäft gedeiht. Ernte weiter die Felder ab, backe Brot und produziere Eier für den Verkauf. Ja, das mache ich doch gern. Okay, wir ernten eben Weizen. Wir haben anscheinend auch eine Lagerkapazität. Okay. Hier wird Weizen wieder angesät. So. Und? Was gibt's denn hier beim Posteingang? Ach so, nur Neuigkeiten hier, wo man sich irgendwas kaufen kann. Nee. Noch wird nicht reingepayt. Noch will ich nicht ins Spiel reinkommen. Okay, hier ist die Mühle, habe ich ganz vergessen auszupacken. Du bist jetzt ein Level 4 Farmer. Plus ein Diamant und 100 Münzen. Okay. Oh, ja, das kenne ich. Das ist jetzt der Lieferwagen aus anderen Farmspielen, kenne ich das auch. Nämlich, das ist der Wagen. Tut, der Lieferwagen ist da. Bereite dich auf eine Bestellungsflut vor. Echt? Was ist eine Bestellungsflut? Die Bestelltafel zeigt an, welche Bestellungen verfügbar sind. Verdiene Geld und Erfahrung, indem du sie auslieferst. Okay. Und wir gehen noch mal drauf. Und losfahren. Auf geht's. Der Lieferwagen ist jetzt unterwegs zum Kindergarten. Echt? Ja, stimmt, das stimmt eigentlich. Die Kinder brauchen ja Eier. Zum Essen. Oder was hat er losgeschickt? Nee, Brot war es doch. Ja, auf jeden Fall brauchen die Kinder Essen. Ja, genau, jetzt kommt der Geldsäcke im Lieferwagen an. Okay, nehme ich 16 Münzen und 14 Erfahrungen. Geil. Sieh mal, die Kinder aus dem Kindergarten haben dir eine Dankesnachricht geschickt. Ja, er hat gesagt, das ist ein geiles Bild. Ist schön, aber... Ja, danke, sage ich da. Okay, nächstes. Ein Ei und 4 Weizen. Yep, schicken wir los an die Schule. Okay, ja, sicher. Die Schüler brauchen ja auch Essen. Du hast den Bogen wirklich raus. Arbeite jetzt weiter auf deiner Farm und liefere Bestellungen aus. Okay. Futter. Jawohl, Futter ist da. Hühner sind gefüttert. Und da kommt wieder das Geld. Und dann wird hier die nächste angeguckt. Ah, ein Weizen. Komm, einmal kann man das mal überspringen für ein Juwel. Komm, einmal geht. Ja, ernte ich hier direkt. Und dann kann ich das gleich losschicken. Wie ist es? Ich habe es gerade nicht gelesen können. Franks Fabrik ist das nächste. Ein Brot an Franks Fabrik. Okay. Wo ist der Lieferwagen denn hin? Ach, der ist schon wieder da. Ach, der ist in den Weg eingebogen. Jetzt macht das Ganze Sinn, wo der immer hinfährt. In die Richtung. Glückwunsch, du bist jetzt ein Level 5 Farmer. Oh, wie viel Neues. Oh, da kommt jemand.
Oho. Hallo, ich bin Greg, dein Nachbar. Wenn du ein paar Werkzeuge brauchst, komm zu mir. Ich kann welche besorgen. Geil, okay, wenn du welche besorgt hast. Wir könnten ein paar Werkzeuge gebrauchen, um etwas Land freizuräumen. Besuche Gregs Farm. Ja, ich hätte jetzt eh gern Gregs Farm besucht. Oh, Level 151 ist der. Ja, okay, geile Farm bestimmt. Willkommen auf meiner Farm. Sieh dir an, was ich in meinem Straßenverkauf anzubieten habe. Okay. Hier, hat er doch was. Okay. Ja, geil. Warte, nicht kurz. Danke für deinen Besuch. Nein, ich bin noch gar nicht fertig. Hier, jetzt. Okay. Einmal Weizen kann ich gebrauchen. Ah ja, 5-mal Hühnerfutter. Ach komm, hier die Säcke, komm, ich kaufe einfach alles, oder? Ja, ich kaufe einfach alles. Komm. Ist doch egal. Ich habe doch eh genug Münzen jetzt gerade. Ich habe noch 479, wie wenig habe ich denn gerade ausgegeben? Klasse, Greg war sehr hilfreich. Du kannst auf der Freundesliste noch mehr Freunde als Nachbarn hinzufügen. Okay, geil. Geilo. Okay. Ja, da ist Greg, letzte Hilfe, Beobachter. Nee, hier ist niemand bei den Beobachtern. Okay, nee. Dann mache ich mal wieder weg. Und was können wir denn jetzt noch machen? Ach genau. Stimmt ja. Wir könnten erstmal hier Felder bauen. Das ist super hilfreich, wenn ich das mache, Leute. Und ihr braucht euch nicht wundern, ihr braucht euch nicht wundern, dass ich gerade so gemacht habe. Also gar nichts gesagt, Leute. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Okay, Sojabohnen. Jetzt sind wir schon bei Sojabohnen. Oh, wie viel? Was habe ich denn da jetzt vieles bekommen? Geil. Okay. Lager ist auch ganz gut befüllt eigentlich. Oh, Aufgabe. In den Kindergarten nochmal. Okay. Nochmal 7 Weizen in den Kindergarten. Okay. Das nächste ist die Kirche mit 3 Eiern. So. Die Kirche braucht 3 Eier, okay. Ja, dann bringe ich denen wahrscheinlich mal 3 Eier. Okay, hier einmal kann man noch machen. Da kann ich noch einmal ernten. Aber jetzt habe ich ja nur 2 Eier und nicht 3. Ist aber egal. Hier kommt erstmal das Geld. Jawohl. Dann kommt hier noch ein anderer. Ah, ein Brot. Für Franks Fabrik. Ja, Frank bringe ich das doch mal. 3 Weizen. Nee. Ich gebe keine Diamanten aus. Ich habe doch Weizen hier. Einfach das. Nee, nicht ansehen. Ja, genau. Hier Weizen einfach ernten. Ich habe doch genug Weizen. So, jetzt kann ich erstmal Brot machen. Ach komm, eins können wir doch wieder überspringen. Komm, einmal kann man sowas mal machen. Das überspringen. Hier so. Und ausliefern an Franks Fabrik. So. Die Kirche will schon wieder was, nämlich ein Brot brauchen wir noch für die Kirche. Okay. Und das mit den 3 Eiern an die Kirche haben wir aber auch noch nicht. Deswegen, wir holen uns wieder unser Geld, die Erfahrung. Und dann kommt hier was? Ah, okay. Kommt doch schon ganz gutes Zeug. Und ihr braucht euch nicht wundern, warum im Hintergrund sowas mit Blue 6M Player, halt hier im Hintergrund sowas Blaues am rechts, am Rand ist. Da braucht ihr gar nicht drauf achten, Leute. Ist halt so, ist halt einfach da. Aber das ist doch wirklich ganz geil, das Spiel. Also, wenn ihr den zweiten Part sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da. Dann kommt auf jeden Fall, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst, ein neuer Part noch. Okay, wir gehen nochmal zu Greg. Hat er jetzt noch was? Oder? Hat er noch was jetzt? Weil ich habe doch alles leer gekauft, oder? Hat er noch was? Nee. Alles verkauft. Okay, dann gehen wir wieder heim. So.
hier. Da gibt es noch das eine Brot. Komm, einmal überspringen. Dann habe ich noch einen Auftrag. An die Kirche ist dann fertig. Und der Auftrag an die Kirche, jetzt fährt er weg. Oh, was ist das für ein Schild? Hier. Erreiche Level 25, um das Tal freizuschalten. Geil, es gibt später ein Tal sogar noch. Okay. Da gibt es vielleicht mal mehr Parts von. Okay, wir holen. Und du bist jetzt ein Level 6 Farmer. Glückwunsch. Geil, wir haben jetzt Kühe. Wir machen es. Futterdruck. Mu, es ist schon eine Weile her, dass es hier Kühe gab. Dass es hier eine Kuh gab. So Leute, aber ich würde sagen, das war's erstmal mit der ersten Folge von Heyday. Lasst auf jeden Fall gerne ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.